Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Unser erstes Community-Video. Ihr seid es ja gewohnt, eigentlich von mir um 8 immer die neuesten Trash-News serviert zu bekommen. Aber heute wollte ich zur Feier des Tages wirklich ein reines Community-Video für euch machen. Das war mir sehr, sehr wichtig, denn 2023 war mit euch einfach ein so geiles Jahr und dafür möchte ich mich hier bei euch bedanken. Wie versprochen, mit Weihnachtsmütze. Viele haben sich das gewünscht, Mensch, denn die kannst du nicht mal ein Video in Weihnachtsmütze machen und deswegen ist das perfekt hier heute am 24.12. Damit wünsche ich euch vom Herzen einen schönen Heiligabend und ich habe gleich zu Beginn dieses Videos eine Überraschung für euch. Eigentlich wollte ich ja eine Weihnachtspause einlegen, aber mir ist klar geworden, dass viele Weihnachten gar nicht feiern, viele aus der Community vielleicht gar nicht Besuch haben oder aber vielleicht auch zwischen den Tagen Langeweile haben. Und da sind doch Routinen schöne Momente, an denen man so ein bisschen sich vielleicht ja knüpfen kann. Und ich möchte hier niemanden hängen lassen, ganz im Gegenteil. Ich habe euch etwas Schönes zu verkünden. Heute, morgen, übermorgen, 3 Videos, wie ihr es kennt, 8 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr. Auch wenn viele diese vielleicht nicht gucken werden, weil sie bei ihren Familien sind, möchte ich diese Videos all denen widmen, die vielleicht an Weihnachten, an den Weihnachtsfeiertagen zu Hause sind, um denen ein bisschen ein Lächeln, ein Katzenreporter, eine Umarmung schenken zu können, war mir das wichtig, dass diese Videos kommen. Die sind alle vorgedreht, die sind alle an aktuellen Schlagzeilen orientiert und werden euch über meinen Weihnachtsurlaub begleiten. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen damit eine kleine schöne Weihnachtszeit machen, denn das ist etwas, was mir immer, immer schon wichtig war. Wir dürfen die Menschen auch nicht vergessen, die vielleicht an Weihnachten oder am Heiligabend alleine sind. Oftmals auch unverschuldet. Deswegen fühlt euch alle ganz, ganz lieb gedrückt erstmal von mir und ich hoffe, mit dieser kleinen Nachricht konnte ich zumindest dem einen oder anderen eine kleine Freude machen, meine Lieben. Ja. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Unser erstes Community-Video und ich habe es schon gesagt, boah, was war das für ein krasses Jahr. Ich möchte mich dafür vom Herzen bedanken. Es ist wirklich unglaublich. Ich habe hier im Januar gestartet mit diesem YouTube-Kanal, der ja vorher nur ein Streaming-Kanal war, wo ich nur Twitch-Streams hochgeladen habe. Und dieser Kanal, der hat so schnell eine so eigene Dynamik entwickelt, dass ich das eine lange Zeit nicht glauben konnte. Ich hatte lange wirklich, immer wieder war ich überrascht, wenn ich ein Video hochgeladen hatte, dann hatte es wieder 5000 auf, wo ich dachte mir, warum? Was ist denn so spannend an mir, was ich euch erzähle? Und das war, ja, das war für mich wirklich immer wieder überraschend und dann wurden die Aufrufe mehr, es kamen immer mehr Leute hier auf den Kanal, immer mehr liebe Menschen, die hier eine große Community gebildet haben, eine große Gemeinschaft, die hier morgens um 8 sich treffen, Frühstücksbrötchen verteilen und sich darüber freuen, dass man hier dem Katzenreporter lauscht, mir lauscht und die Trash News sich anhört, auch wenn ein das Thema nicht interessiert. Und das ist schon was ganz Großes, das ist was ganz Besonderes, was wir hier in 2023 gemeinsam geschaffen haben. Und das ist für mich Tatsache das größte Weihnachtsgeschenk gewesen. Ihr habt mir hier wirklich mit diesem YouTube-Kanal ein zusätzliches Hobby geschaffen, was sich auch gar nicht mehr wie ein Hobby anfühlt. Ich habe schon das Gefühl, ich möchte euch natürlich diese Trash-News servieren und irgendwie habe ich aber auch dieses unsichtbare Versprechen für euch, dass ich sie euch auch serviere und ich möchte euch auf dem Laufenden halten und das hat mich natürlich auch in meiner Berichterstattung immer weiter entwickelt, immer weiter verändert. Ich habe einige Fehler gemacht, wenn ich so an das Frühjahr denke, wo auch sich einige Menschen von meinem Kanal verabschiedet haben. Das war für alle nicht so schön. Ich erinnere mich an ein Video, was ganz besonders nicht so gut ankam, aber das möchte ich nochmal sagen, wir haben seit diesem Zeitpunkt über 14.000 neue Zuschauer dazu gewonnen. Ich habe mich auch ein bisschen verändert, auch ich habe meine Berichterstattung angepasst, ich habe sie größer gemacht, habe auf TV-Formate reagiert und glaube, dass ich hier einen guten Mittelweg gegangen bin, dem nicht jedem gefällt, aber wo ich zumindest ein Safe Place erschaffen konnte, wo man sich wohlfühlt. Und das war mir immer das Wichtigste bei meiner Berichterstattung, erst einmal
höflich und freundlich zu bleiben, nicht andere Menschen zu diskreditieren, aber auch einen Safe Place für die Community zu bilden, wo man sich wohlfühlt. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, nee, ich werde mich nicht in den Weihnachtsurlaub verabschieden. Also ich gehe trotzdem in den Weihnachtsurlaub, aber ich werde heute an dem Tag, wo ich die Videos für euch vorgedreht habe, euch etwas zur Verfügung stellen, worauf ihr zurückgreifen könnt. Einfach auch als Dankeschön für diese krasse Zeit. 2024, und wir werden natürlich auch noch in diesem Jahr noch einen Livestream haben, das ist vielleicht das nächste Weihnachtsgeschenk, dass wir natürlich auch noch einen Livestream haben werden, wo wir auch noch über die Jahresaussichten sprechen, aber kurz zusammengefasst, was werden wir 2024 hier gemeinsam erleben? Das ist natürlich das Dschungelcamp, das ist natürlich das Sommerhaus der Stars, das ist natürlich Promi Big Brother, das sind so die ganzen großen Formate, auf die ich hier reagieren werde, ob ich auf Temptation Island oder VIP Island und wie die ganzen Schwubiloop-Formate heißen, drauf reagiere, das weiß ich noch nicht. Ich werde das immer Fall für Fall für mich selbst entscheiden, würde mich aber natürlich sehr, sehr freuen, wenn zum Beispiel auch die Verräter zurückkommt. Das war ja auch für mich ein Highlight aus 2023, eine Show, die ich richtig gut fand und das stelle ich mir auch schon so vor. Ansonsten natürlich bleibe ich auch, so wie ihr es kennt, auch in 2024 für euch da, werde für euch natürlich auch Videos produzieren und werde natürlich immer mal schauen, was unsere Trashies alles so machen, meine Lieben. Das ist so meine Mission hier auf dem Kanal und ihr habt ja auch gesehen, ich bin meiner Linie treu geblieben. Wir hatten ja am Anfang des Jahres immer 3 Videos, dann sind wir kurzweilig auf 2 Videos runtergegangen und dann habe ich im November und Dezember mit 3 Videos euch wieder ja die Trash-News gezeigt und ich sehe halt einfach, wie die Interesse da ist. Und das Wichtigste, ich sage das ja immer wieder, damit ein Kanal wächst, sind ja auch die Videos zu teilen. Und wenn ich so in meinen Auswertungen schaue, wie aktiv diese Community hier ist, wie aktiv ihr diese Videos teilt, wie ihr hier kommentiert, wie ihr die Videos liked, wir haben bis zu 1500 Kommentare am Tag, wir haben bis zu 3000 Likes am Tag. Das sind schon so fantastische Zahlen, so fantastische Werte. Das ist für mich alles nur zweitrangig. Erstrangig ist für mich die Interaktion mit der Community. Und das ist wirklich hier, was ich super finde. Wir haben hier einen ganz, ganz gepflegten Meinungsaustausch. Wir haben hier wirklich richtig, richtig tolle Menschen in den Kommentaren mit Herzen am richtigen Fleck, wo ich glaube, dass diese Menschen schon immer, immer da waren hier in der Trash-Community auf YouTube, aber auf vielen Kanälen einfach aufgegeben haben, etwas zu schreiben, weil einfach man immer wieder, ja, auf Menschen trifft, die so beleidigend werden. Und hier hat man einfach diesen Safe Place und freut sich und traut sich vor allen Dingen auch Dinge zu äußern. Und das haben wir hier auch unseren Moderatoren zu verdanken. Ich möchte mich hier natürlich hier auch richtig, richtig herzlich bei allen Moderatoren bedanken, die auch in den Kommentaren immer mal wieder so ein bisschen sauber machen, aufräumen und sich darum kümmern, dass wir hier einen so tollen Meinungsaustausch haben. Und so ist es. Auch wir hier in der Community, das möchte ich auch nochmal sagen, haben natürlich nicht immer dieselbe Meinung. Das geht ja auch gar nicht. Das soll ja auch gar nicht so sein. Wichtig ist, dass hier aber jede Meinung akzeptiert und gehört wird. Das ist mir das Wichtigste und das passiert hier in den meisten Fällen auch. Ein Kanal ist niemals perfekt, eine Community ist niemals perfekt, eine Community ist immer schwimmend, es kommen neue, es gehen welche, es kommen neue, die ein bisschen Unruhe stiften, es gehen welche, die schon lange mit dabei sind. Man kann niemand festhalten. Das ist wie so ein Vögelchen, man kann niemand festhalten, aber jeder weiß, wenn man sagt, ich möchte den Kanal verlassen, jeder weiß, man ist hier immer eingeladen, wieder zurückzukehren und die Trash-Highlights hier mit dem Katzenreporter und mir zu sehen, meine Lieben. Mir ist es wichtig, euch, egal in welcher Situation ihr euch gerade befindet, eine wundervolle Weihnachtszeit zu wünschen. Denkt dran, Weihnachten trägt man in sich. Weihnachten hat nichts mit Geschenken zu tun. Das Schönste an Weihnachten ist die Botschaft, nämlich dass mindestens einer an euch denkt und das bin zumindest ich. Ich denke an euch, an meine Community, an die tolle Zeit, die wir miteinander gehabt haben. Ich bedanke mich für die tollen, tollen Monate und wünsche euch aus vollstem Herzen einen wundervollen heiligen Abend und 2 schöne Weihnachtsfesttage, meine Lieben. Wie ich gesagt habe, es kommen für euch vorproduzierte Videos, 8 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr und ich melde mich denn dann am 27. Dezember wie gewohnt zu den Trash News um 8 aus dem Weihnachtsurlaub zurück. Aber ihr werdet nicht merken, dass ich weg bin, meine Lieben. Damit wünsche ich euch einen schönen heiligen Abend. Bis dahin, alles mit Liebe. Tschüss.